wir helfen. Also nicht bei dem Schuhhof, wir reiten da schön dran vorbei, Körperlich, aber wir ja. helfen. Plus Ultax. 4, ja, einen Moment. Und. Ja, hat gelandet. Die Kriegerin, Mist. laden vermutlich noch nach. Ich meine, ich bin ja noch halbwegs gut sichtbar. Dann steigst du vom Pferd. Ich will dich da jetzt nicht runterfallen lassen für Schaden, aber du kannst deine Standardinitiative nehmen. Wie hoch ist die? Die ist 10 plus 1 wie 6. 10 plus 1 wie 6. Minus 4. Ne, minus 5 hatten wir gesagt für den. Alles klar. 1 wie 6? Ja. 1 wie 6 für die Initiative. So, bei glorreichen 6 Punkten. Das ist okay. Boltax ist durch. Jalan hatte die Kriegerin. Ja, die haben aktuell keine Not. Die sehen halt, wie der Pferd, wie der Zwerg da irgendwie runterfällt. Die laden genüsslich nach. Iserun, 35. Jawohl, also ich greife dann wie gesagt den Schruf an. Ich würde gerne einen Wuchtschlag plus 4 ansagen. Und den habe ich geschafft und du kriegst. Warte mal, ich krieg ja. Ich mache ja zwei Dinger mehr Schaden. Deine Waffe ist Rondra geweiht, ne? Meine Waffe ist Rondra geweiht. Ja, das ist halt normaler Schaden. Ein doppelter. Ist halt eine Gülle. Geras könnte ich aber so richten, glaube ich. Das ist kein LHH-Dämon. Pech Aber gehabt. das tut ihm trotzdem weh. So, gucken wir mal nach. Er hat 50 LEP, Magierüstung, Rüstungsschutz 6. Dann kriegt er Was? 5 Punkte. 5 Autsch. TP von 50. Ich habe mal nachgetragen. Iserun ist fertig? Nee, einer war es noch eine Aktion, ne? Ja. Oder hattest du pariert? Nee, war es nicht pariert. Nein. Warum habe ich nicht pariert? Weil du, weil du den, weil du den Schild von den Gardianum-Schild von Abelmeer hast. Ach ja, stimmt. Cool. In dem Fall würde ich Waffe wechseln. Ich habe ja jetzt die Sonderfertigkeit Schnellziehen durch den Acceleratus. Auf was? Magierstab Flammenschwert. Okay, Weil ich ja. nicht pariert habe, habe ich ja noch die Aktion, ne? Aber da musst du dein Flammenschwert doch anzünden. Richtig. Ritualkenntnisprobe. Flammenschwert aktivieren. Nächste Kampfrunde. Voltax. Dann würde ich mich erstmal orientieren, um auf maximal 16 wiederzukommen. Genau, Basis-Ini 10 plus 6. Ja. Damit hast du den Aufmerksam. Sturz zumindest abgefedert. Aber du brauchst aber zwei Aktionen, oder? Oder brauchst du nur eine Aktion? Brauchen wir eine. Gut, dann nächste Aktion. Dann würde ich in Richtung der Kämpferinnen schleichen. Die wollen mich ja möglichst nicht sehen. Wie hoch ist Hättest deine du die auch? Geschwindigkeit? Meine 6. Geschwindigkeit 6. Ja, dann kannst du 3 Meter schleichen. Ja. Und zwei freie Aktionen Schritt machen. Und zwei freie. Ah, Siehst doch, stimmt, die hat er auch. du, die orientiert sich nämlich gerade wieder nach mir, weil ich denke, auch Ja. das Pummelchen ist da hingefallen. Gleich springt er aus dem Busch. Ja, okay, also Ja, schleichen, die haben okay. mir gesehen, wie der da runtergefallen ist. Also, die können gleich eine Sinnschärfe gegen deine Schleichenprobe machen. Gucken wir uns gleich an, weil die noch Ja. nachladen in dieser Aktion. Dann haben sie gleich Das ist Pfeile klar. aufgelegt. Schruf ist dran. Schruf schlägt gegen den Schild von Abelmir und zwar 5-mal. Ausgezeichnet. Dann machen wir erstmal das Reißzahnmaul. Er wird wohl automatisch treffen, weil es ein großes Schild ist. Davon gehe ich mal aus. Ach komm, ich würfel ihn trotzdem mal, das Reißzahnmaul. Ja, er hat getroffen. Dann macht er 16 dämonischen Schaden an deinem Schild. 3 Punkte. 3 Punkte. Dann kommt das erste Tentakel. 2, 3, 4. Dann hat er 1, 2, 3, die 17 hat nicht Treffer. getroffen, sind 3-mal Schaden. 1, 2, 3, 10, 7 und 9. Von der Anzahl 3, 5, 7. Letztes war 9, oder? Das letzte war 9. Nochmal 2 Schildpunkte, die Warte. hier fehlen. 3, 5, 6, 8, noch 2 Schildpunkte übrig. Genau, dann Ich ist der habe genug Schuh maraskanische fertig. Holzschnitte gesehen, um zu wissen, wo das hingeht. 10, 15, aber mir. Ich würde mein Gardianum erneuern. Ah, hab ich mir gedacht. So ein Diesmal. Fuchs. So ein Fuchs, genau. Gardianum Paradei, schütze mich vor Zauberei. Jetzt Ja, kommt der Patzer. Du bist gemein. Plus 3 wegen Schnellzauber, wegen, ja, kurz Zauber da ja. Er ist realistisch.
Gradiano. Sekunde. So, Tage handeln. Spezialisierungstrainer. 11 Punkte wieder, Basispunkte 3. Heißt, ich hätte wieder 22, 25. Ja, die üblichen 2 verlierst du, die gehen flöten. Aber wie lange hat das gedauert? 2 Aktionen? Eine Aktion sogar nur. Eine Aktion, nicht so? Denk dran, dass dein Flammenschwert jede Runde in den ASP zieht. Nein, nur vor Attacke. Aktivieren und wenn du eine Attacke machst. Ja, da habe ich Scheiße erzählt. Gut, dann, Abelmir, was sollst du noch tun? Du kommst mit dem Schild, kannst du nicht. Näher reinrutschen an Isarun, dass du irgendwie vielleicht ein bisschen besser schützt, ist hoffentlich. Kannst du nicht, ne? Du kannst halt auch nicht zuschlagen. Dein Flammenschwert ist aktuell nutzlos wegen dem Gardianum. Ist ein Fliegenschwert. Aha. So. Ja, willst du noch angreifen oder nicht? Nein. Ja, dann lass es sein. Boltax. Ja. Hattest du nicht schon? Du hattest schon, du hattest vorgezogen. Ja. Richtig, ja. Ich hab dich jetzt auf der 16 gesehen, aber du hattest ehemals 5. Ja, dann. Ich wende mein Pferd herum und weiter eine Aktion den Hügel hinab. Möchtest du dafür eine Probe haben, geländemäßig? Oh, nee, noch nicht. Machen wir gleich. Ist halt auch nur... Diese Runde ist schon Galopp, aber es ist halt eine Aktion Galopp. Und die zweite bewahre ich mir für meine Schildparade. Diese Runde. Ja, ich möchte angreifen zweimal, also einmal mit Umwandeln. Ja. Erste Attacke, ich mache wieder einen 4er Wuchtschlag. Ja, Schaden kommt. So, das sieht doch schon besser aus. Und jetzt das umgewandelte Dingen. 18. Ja, 18. Minus 18. Der trifft auch. Mit einem Rüstungsschutz von 6 sind 12 TP. Richtig, und dann nochmal 13 minus 6 hast du nochmal 7. Minus 7 TP. 5 plus 12 plus 7. 20. Gut. 24 von 15 Schadenspunkten. Ist angetragen. Dann ist die nächste Kampfrunde Schruf. Und vorziehen? Ja, warum nicht? Ja. Dann los. Ich mache das gleiche wie letzte Runde. 2 Attacken. Erste Wuchtschlag. 6. Ich erinnere mich noch daran, als Fiona in die Arche wollte und dann auch erstmal von einem Bolzen aufgespießt wurde. Dann war sie auch mal erstmal ein bisschen weniger vorlaut. Ja, das passiert mir nie. Ich bin immer vorlaut. Ich denke eher gerade ein bisschen an Rafim. Ja, bei Rafim haben wir alle nicht so ganz aufgepasst. Wir hätten auch sagen können, nicht. Wir halten uns eine taktische Karte. Was erwartet ihr? Ich bereue nichts. Ich muss gestehen, ich habe die Karte erst gesehen, als es hieß, rüffelt mal in. Ich habe Steuerung F gedrückt, also... Ich weiß, weil ich war nicht im Map-Tool. Das ist nicht mein Problem. Ja, natürlich ist nicht dein Problem. So, Isarun hat vorgezogen. Sind einmal... Ich will auch kein Vorziehen. Der kriegt einmal 14 SP und einmal 9 SP. Ja, Moment. Plus 14 plus 9, dann ist er bei 47 Schadenspunkten. Abelmir. Ich würde 2 Attacken innerhalb der Dings machen. Ups, wo ihr könnt. 2 Attacken links und rechts bei einer fetten Weißziehen mit 13. Wisst ihr, wie ich diesen Dämonenschild hasse? Ich weiß. Ich finde das sowas von. Oh. Ich habe einen Attack geschafft mit 1W plus 4. Sind 10 Trefferpunkte. Damit ist der Schruf nicht mehr. Nee, er hat eine Resistenz gegen magische Angriffe. Ich habe außerdem auch vergessen, dass er eine Regeneration von 1 hat. Ja, schon immer. Stimmt. Besondere Eigenschaften, Regeneration 1, Resistenz gegen magische Angriffe, Dämon ist manifest. Die Regeneration hatte ich im Kopf, aber nicht das manifest. Übrigens, ich habe ganz am Anfang vergessen, die 4 zusätzlichen TP aus meinem Wuchtschlag einzurechnen, ne Frosty? Ja, okay. ich habe wie gesagt auch die Regeneration 1 vergessen, wir können jetzt nochmal dran denken, ich werde auch jetzt weiter regenerieren. So viele Kampfregeln, aber wir kriegen das schon irgendwie. Irgendwie schafft ihr das schon. Moment, hieß es nicht mal Resistenzen? Naja, Immunitäten waren. Immunitäten werden aufgewertet oder abgewertet, genau. Gut, das heißt, Abel mir macht wie viel Schaden? 10 Trefferpunkte.
Nur 10. 10 mhm. halbe sind 5. Und dann ziehen wir den Schild ab, bleibt nix. Beziehungsweise wir machen erst den Rüstungsschutz und dann halbiert. Das heißt, du machst 10 minus 6 sind 4 und dann bekommt er 2 Schadenspunkte, so rum. Also ich werde ja erst halbieren, aber... Ich will er wird erst durch den Rüstungsschutz und dann kommt die halbierte Assistent. Schande. 49 Schaden. So, Abelmir hat vorgezogen. Jetzt möchte ich bitte den Schruf handeln. Dann möchte der Schruf angreifen. Ja, möchte er das? Er kann halt auch nicht fliehen. Also er will sowieso nicht fliehen, aber ich hätte jetzt überlegt... Ich möchte vorziehen. Nee, du hast doch schon vorgezogen. Ach so, ist es jetzt? Ah, verflucht. Ich überlege gerade. Ich würde jetzt auch gerne hier Boltax angreifen oder auch Jalan, aber da kommt da gar nicht hin. Also er will nicht fliehen, aber er will halt lohnenswertere Ziele angreifen. Er macht halt weiter mit dem Schild. Also was hat man halt nochmal? Und ich würfel wieder eine 5, das ist ganz nett. Reißzahnmaul, 6. Ja, die Tentakel treffen automatisch. 1, 2, 3, 4, 5. Ach nee, Entschuldigung, einen abziehen, den untersten abziehen und da kommen dann 3W6 auf. Das ist schön. Nehmen wir die 12 weg und machen aus der 12 eine 16. Also die erste Attacke sind 10. Genau, 10 sind 2 Schildpunkte, 11 sind 2 Schildpunkte, 11 sind nochmal 2 Schildpunkte. 6. 5 ist einer. 7. 12 sind 2. Und 16 sind, glaube ich, auch 2, ne? 12 ist weg. Ah, die 12 ist weg und 16 sind 2 Punkte. Sind das drei? Wir arbeiten ja in 7er Schritten. Genau, okay. 14, dann ist der 15. Das ist dann der dritte Punkt. Wir nennen 8, oder? Ich hab gezählt. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 7 und 3. Und 3, sind 8. 8 Schildpunkte. Ja. Ah, ich noch 17 Schildpunkte. Okay, alles klar. 2, 4, 6. Nee, du hast recht, sind 10. 10. Ärgerlich, ich würde euch gerne hapsen. Schruf ist durch, aber mir hat er vorgezogen, Boltax. Ja. Erneut? Ich hatte ja schon. Ach, du hast schon eine, wann hast du die gewürfelt? Wie viele Punkte hattest du übrig? 8. 8 Punkte auf Schleichen? Ja. Sinn, Schärfe dagegen, schaffen sie nicht, sie schießen auf Jalan. Du bist verschwunden im Gras. Was möchtest du? Vorziehen? Vorziehen. Also ja, nicht dann, vor Boltax, aber vor die Schützinnen halt. Ja, du kannst die erste Aktion reiten, ne? Die ersten 12. Warte, schaffe ich das mit 12 Schritt? Ja, wahrscheinlich nicht. Hm. Ja, okay. Ja, zieh vor. Ja, ja, das ist egal. Also zieh vor. Ich stimme jetzt auf eine von den beiden an. Ich nehme mal die linke. Du machst erst die 12. Geh mal auf 12. Ja. Genau, stopp. Ich habe ungenehmigerweise keine Waffe in der Hand. Deswegen so, muss ich sie Reichweite, 12 Meter für einen Langbogen. Ist die plus 0 Reichweite. Also, wir kriegen aber jetzt noch einen Punkt Schaden oben drauf. Ich möchte dies natürlich parieren. Genau, deswegen fracht ich, weil die einen Punkt Schaden dazu bekommen. So, sind zwei Schüsse. Sollten, glaube ich, beide treffen. Deswegen möchte ich jeweils mit einer 8 eine Parade ansagen. Ja. Bekam ich ein Schildkampf 2, das wäre gelungen. Und zweite würde mich treffen. Ja, sind 1W6 plus... Denk daran, dass ich zum einen in schneller Bewegung bin, das müsste eine 2er-Schwernis sein, und zum anderen bin ich um 2 Stufen schwerer zu treffen, also nochmal eine 4. Ja, sie haben halt eine 9 gewürfelt, das sollte trotzdem reichen. Das ist wahr. 5 plus 7, ne? Nee, plus 8. Normal Schaden ist 6 und dann kriegst du jetzt 2 oben drauf. Ja. Also 5 plus 8, 13. Zone, 13. Mich oder das Pferd? Deine Rüstung ist zu hoch, ne? Oder was hast du so für einen Rüstungsschutz? Das wissen die nicht. Klar. Die kennen meinen Charakterbogen nicht. Das sind Kriegerinnen, die können doch deine Rüstung... Du sagst mir jetzt, was du für eine Rüstung... Ich trage ein Kettenhemd. Ja, danke. Dann greifen sie jetzt dich an. Alles klar. Dann, also genau so, wie du Informationen von denen bekommst, wenn du sie anguckst. Ja. Das sind Kriegerinnen, das sind keine... Das ist mein Schildarm. Ich nehme an, es trifft trotzdem nicht, gnädigerweise meinen Schild. Natürlich nicht. Oh, dann könnte ich eine Wunde kriegen. Ja, Halleluja. Warte kurz. Also, ich habe 5 Punkte Rüstung. Die ziehe ich von der 13 ab, dann kriege ich 8 Punkte Schaden, ja? Wundschwelle minus 2. Richtig, ich habe eine KK von 13, das gibt mir eine Wundschwelle. K.O. Nicht KK. So, ja, ich meine, habe ich auch K.O. von 13, das gibt und deine Wundschwelle ist 9, das steht da auch drin. Plus Eisen, Abgesungen 2, das ist tatsächlich eine Wunde. Ja, genau, warte Wundschwelle kurz, ist 7. 8, die macht Schaden über Wundschwelle ist 1. Diese Selbstbeherrschung werde ich wohl schaffen. Das gucken wir uns jetzt an. Ja, ich habe da nur 8, merke ich gerade. Das ist trotzdem gelungen. Schade. Mache ich jetzt noch eine Selbstbeherrschung 4, um die Wunde zu ignorieren.
Auch dies gelingt. Ja, dann gib mir jetzt mal eine Reitprobe plus 4, nochmal plus 1 wegen dem Schaden. Wie gesagt, weil du durch das Wadi runter und durch das Wadi jetzt hochreiten willst. Ja, das ist kein Problem. Reiten ist wieder 5. Auch hier komme ich souverän auf der einen Seite runter, auf der anderen wieder hoch. Gut, dann bevor du... Ja doch, genau, du hattest vorgezogen. Dann kannst du erst handeln und dann das Boltax dran. Gut. Dann möchte ich, wie gesagt, ich finde mich unglücklicherweise im Nichtbesitz einer Waffe. Deswegen muss ich die Dame niederreiten. Achso, weil du deine Lanze fallen gelassen hast. Ja, dann muss Lanzen fallen lassen, sonst riskiert man, dass man aus dem Sattel gehoben wird, wenn sie sich verhakt. Mhm. Jedenfalls ist das ein Reitenangriff 406, lass mich kurz nachsehen. Ich würfel erstmal eine Reitenprobe. Muss man doch nicht mehr nachgucken, wenn es knapp wird. Das ist trotz der 20 wunderbar geschafft. Wollte gerade sagen. Dies ist ein Angriff, der auf Distanzklasse N stattfindet. Sie darf sich dagegen mit den üblichen Methoden verteidigen, wenn sie möchte. Ich weiß nicht, ob sie noch eine Aktion hat oder ob sie die so. Sie hat eine Aktion geschossen, sie kann auch mal ganz normal ausweichen. Was ist denn erschwert, das Ausweichen? Würfel mal. Sorry, sie sagt, man muss ein gezieltes Ausweichen plus 8 schaffen. Nee, das schafft sie ja nicht. Dann bekommt sie jetzt Schaden, äquivalent zu einem Pferdetritt. Das sind, da mein Pferd natürlich ein schweres Stratos ist, 3 mehr als normaler Pferdetritt, also 2W6 plus 5. Schön, dass du die Regeln so kennst. Das freut mich. Dieser Angriff, ich habe auch gerade das WDS offen, er sind 11 Punkte nur, ich gebe dir mal eine Zone. Ja, sollte das egal sein. Das ist nicht egal, denn dieser Angriff ist zum Niederwerfen. Okay, das heißt, ich darf eine KK-Probe machen? Richtig. Lass mich kurz gucken, was das Pferd für einen Modifikator da drauf hat. 9. Das heißt, also KK, das KK plus 9? Ja, ein Pferdetritt von einem Torimora-Folgen. Ja, KK 20 hat sie nicht. Dann fällt sie in den Staub, aber der Schaden ist gar nicht so hoch. Das ist richtig. Ist sie halt nur ein Niederreiten. Genau. Ich lasse eigentlich das Pferd steigen, um stehen zu bleiben dann. Also... Ich möchte nur bis hierhin und nicht weiter. Dann, Abelmir hatte schon gehandelt, Boltax. Jetzt darfst du endlich. Okay, ich schleiche natürlich beide Aktionen, also insgesamt 6 Hinweis, du musst nicht mehr schleichen, weil sie in dieser, also sie haben dich eben nicht gesehen und sie haben gerade ihre Bögen auch schon abgeschossen. Taktischer Hinweis, also das kannst du einschätzen, du kannst jetzt auch losrennen. Hier wird gerade vor allem mehr Augen für... Den großen Roller haben, den gerade ihre Kamera hat. Gut, das hatte. Ist richtig. 6x3. Einmal bis hier und einmal bis hier. Also die 18 schafft ihr auf jeden Fall. Ja, Sprint und hin. Ja, bin dann in... Jalan ist durch, die Frauen sind durch. Isarun, hattest du schon vorgezogen? Du hattest schon Nein, aber ich würde auf jeden Fall vor den Schruf vorziehen. Du hattest schon vorgezogen. In dieser Runde. Jetzt ist die nächste Kampfrunde dran. Jetzt kannst du wieder vorziehen. Genau, das würde ich dann auch machen. Gleiches wie eben, 2 Angriffe. Stopp. Jetzt kommt meine Regeneration, jetzt denke ich dran. Alles klar. 6. Dann bin ich wieder bei 43. Nur so ein Hinweis, ich habe aufgehört, die LP nachzuziehen. Ja, ich hab das hier im Taschenrechner offen. Ich mache einen Wuchtschlag plus 6 in meine erste Aktion rein. Ja. Das ist ganz knapp gelungen. Schaden kommt. Operiert nicht. Wie viel? Isarun? Wie viel? Es tut mir leid. Wow. Wie viel Schaden machst du? 18 minus 6 sind 12. 12 halbe sind 6. Kriegt er wieder plus 6 Schadenspunkte. Ja, und dann nochmal 7. Und dann nochmal 7. Ja, warte, wir machen 13 minus 6 sind 7 und 7 halbiert sind 4. Das ist 4. Jetzt krebst du bestimmt auf einem Lebenspunkt oder so einen Kack rum. Ja, minus einer. Ach klar. Ich glaube, er ist schon tot. Ich glaube, du hast ihn gerade zum Platzen gebracht, ja. Tod ist für so einen Dämon auch ein flüchtiges Konzept. Genau, aber er hat keine schönen Sonderregeln wie. Wie der Irrhulk, das wäre jetzt natürlich besonders schön. Also reicht auch, meinst du nicht? Die Attacken sind zufällig auf Gegner verteilt, alle 3 Kampfrunden versucht er entweder Gegner zu umschlingen oder gezielte Angriffe gegen Brust oder Bauch. Ja, das war's. Er explodiert. Der riesige Affe vor euch platzt einmal auf. Und Kiaras lächelt dich einmal an, er hatte gerade wohl auch sein Rapier reingesteckt. Aber du weißt, dass du es warst. Alles klar. Dann hast du beide Aktionen durch. Ruf es durch, Abelmir 15. Ich ziehe vor. Ich werde sie endlich hinter uns bringen.
Ich möchte mein Pferd zum Betrampeln der Niedergeworfenen anregen. Das ist eine Rattenprobe, ich werde um die 6 oder 4, gucken wir erstmal. Wäre beides geschafft. Wow. Und dann muss das Pferd allerdings selbst noch seinen Angriff schaffen. Das greift nur auf die 12 an. Sie kann aber ausweichen, auch wenn sie am Boden liegt, sich so wegdrehen. Stimmt, hast recht. Der Angriff ist um 3 erleichtert. Danke für die Erinnerung. 1. Haha. Sie rollt sich unter dem Pferd. Lass mich kurz gucken. Wie verteidigt man dagegen? Ja, 1. Sie hat ausweichen. Ist egal, wie erschwert oder nicht. Gegen manche Angriffe von Pferden darfst du nicht ausweichen. Aber gegen den hier schon. Ja, 1. Ich muss das auch nicht bestätigen. Doch, ich kann es bestätigen, dann fehlt dir die Parade, nicht? Ist wohl nicht, mutig mal. Ja, mache ich direkt noch einen. Kostet das nur eine Aktion? Es kostet mich eine Aktion Position, um das Pferd diesen Angriff zu bewegen. Und das Pferd kostet eine Aktion zu trampeln. Es darf sich in dieser Runde dann nicht mehr bewegen. Ja, dann, wenn du dich nicht bewegen kannst, dann kannst du auch nicht nochmal eine Aktion Position machen mit dem Pferd. Nein, es kostet mich eine Aktion Position, nicht das Pferd. Das Pferd kostet eine Angriffsaktion. Na gut. Also es wäre dann umgewandelt. Na, dann versuch's nochmal. Wandeln Pferde um? Egal, erstmal die Reitenprobe. Regelung. Jetzt greift das Pferd an, die Dame liegt, das ist ein W12, immer noch am Boden, das sind 3 Punkte Erleichterung, 4 Punkte Erschwernis, greifen waren auf die 11, schaffen wir nicht, gut. Ja, sie hat auch das Ausweichen nicht geschafft, passt. Link. Gut, dann ist Jalan fertig, sie hat zwar... Ich glaube noch was machen, ich würde mich aber ein Pferd schwingen wieder. Ja, dauert mindestens eine Aktion, was noch? Alles klar. Und dann zu Rafim reiten. Zu Rafim, ja, sind 12 Meter. Alles klar. Plus 2 Schritte, wird's dann. Alles klar. Aber mir ist fertig, Boltax. Ja, ich halte ihr den Dolch, ich weiß nicht, steht sie mit dem Rücken zu mir, steht sie mit dem Gesicht zu mir? Sie steht, du kannst von der Seite angreifen, das ist erleichtert um 3. Okay, alles klar. Dann ramme ich ihr den Bernsteindolch in die Rippen. Oder wo auch immer hin. Wo ja, ich schau halt mal, hin... würfel mal einen Angriff. Ja. Da. Achso, den hatte ich gar nicht eingetragen als Waffe. Ich habe nur den Vulkanglas durch. Ja, würfel mal gleich 20. Ja, genau. Gleichen einfach Werte. Durch. Okay, erstmal den Angriff. Ja, natürlich. Obwohl... 3, getroffen, Schaden. Ah. Hä? Wieso minus 1? Achso, ja, klar. Weil es ja die Modifikation ist, ja. Ja. Du versuchst durch ihre Rüstung zu kommen, es passiert halt gar nichts. Sie steht vor dir, sie ist als nächstes dran, schnell ziehende Waffe, Streitkolben und würde gerne umwandeln und dir zweimal auf den Kopf schlagen. Der Bernstein durch irgendwie geweiht? Ja, ist Prios. Nee, nicht macht der Gewalt einen Schaden. Ich meine, ist der so im Sinne von Unzerbrechlichkeit Gewalt? Der ist unzerbrechlich, meine ich. Also die erste 10 würde treffen, die zweite 20 selbstverständlich nicht. Ja, bestätige das doch mal. Ja, wir machen trotzdem nochmal den... Okay, nicht bestätigt. Was macht ein Streitkolben, ein W6 plus 5? Plus 4, wie jede Handwaffe. Fast dann Handwaffe. Kriegst du 4 TP in dein Schild an. Nicht 4, 8, Entschuldigung. Ich nehme an, sie hat TPKK, also 5 wären drin. Ja, dann machen wir 5 draus. Sind aber nur Belkeleische Kriegerin und keine Belharschen. Parieren kann ich eh nicht mit dem Dolch. Gar nicht? Na doch, aber... Kannst du ausweichen. Aber lohnt sich nicht, ja gut. Ja. Ausweichen oder nicht? Ja... Nee, ich weiß nicht. Bleibt denn mit dem Dolch nicht auf Distanzklasse haben? Ja, dann kriegst du 9 TP, Rüstung davor abziehen. Sie ist fertig. Iseron hat er schon vorgezogen, den Schruf zum Explodieren gebracht. Nächste Kampfrunde, Schruf ist tot, aber mir. Ich möchte vorziehen. Ich diese Frau killen. Ja, gut. So, trampeln wir nochmal. Das ist gut, das Pferd klappt nochmal. 3 erleichtert man sie nie. Sie hat nochmal ausgewichen mit einer 1. Oh Gott, easy. Direkt nochmal. Jo, versuch's. Ich hab 2 Aktionen die Runde, das zieh ich jetzt auch durch. So, jetzt. Gegen die 11, gerade so getroffen. Gut, Schaden. Schaden beim Trampeln ist selber schlagen, wenn man Pferdetritt, nur verdoppelt. Selber Schaden, wenn man Pferdetritt, nur verdoppelt. Ja, Isorun hat noch die Acceleratus-Plus-Angriffe vergessen. Ich hab, wie gesagt, auch die Regeneration vergessen. Verdoppelt 16 ins rechte Bein. Dann ist das rechte Bein weg, ist okay. Ich vermute mal, Abelmir will weiterreiten, sind 36. Ja, du kannst bei ihm ankommen. Ich würde auch mal gleich eine Aktion dann vom Pferd gleiten wieder. Ja, passt.
Ich würde dann auch. Weitenprobe sparen wir uns. Ich würde dann auch lossprinten mit meiner GS20. Schruf ist tot. GS20? Achso, du, ja. Schneller als ein Pferd. GS20? Ja, Mann. Acceleratus. Und dann ja, die sprinten. Wird verdoppelt. Wenn sie verdoppelt wird, wie kommst du dann auf 20? Weil ich 10 habe als GS. Du hast GS10? Krank, was? Ja, also, hä, steht zumindest hier. Nee, das wird was? Falsch berechnet. Die GS von normalen Leuten. Die GS, genau. Die GS wird tatsächlich das als einziges nicht normal berechnet. Ja, wenn du Gewandtheit 16 hast, kriegst du 9. Ich habe aber mal 15. Ja, dann trägst du Rüstung? Ja, habe ich BE1. Dann hast du eine Geschwindigkeit von 7. 7 mal 2 sind 14. Gut, dann laufe ich mit 14 umher. Ja. 14 mal 3. Wenn du sprinten willst. Ja, 42. 42, danke fürs Rechnen. Zu Rafim. Oder zu den... Es kommt darauf an. Also ich meine, Jalan ist kompetent, er kriegt das hin. Wie sieht's bei Boltax aus? Also da, den kann ich halt kämpferisch noch gar nicht einschätzen. Er ist eine Wurst. Okay, dann gehe ich ihm helfen. Plus die Trippelschritte. Plus, genau, danke dir. Die anderen kommen hinterher. Dann hattest du... Jalan hatte vorgezogen, Abel mir ist geritten. Boltax darf jetzt, glaube ich, noch zuschlagen, ja. Ne? Ich könnte zum zweiten Mal noch zuschlagen, aber ich blitz den, glaube ich, lieber. Ich hätte ja noch... Ah, Mensch, da hast du ja... Das fällt dir früh auf. Du hast ja richtig gut, das ist Kampfsachen, Mensch. Ja. Wahrscheinlich auf 3 oder so. Nee, ich habe ihn schon ein bisschen höher. Du brauchst beidhändigen Kampf, damit du mit 2 Dolchen... Das wäre saucool, ja. Aus dem Mutanzauber, damit du mit 2 mal hintereinander wegblitzen kannst. Warte, das macht ja keinen Sinn. Ja, Blitz, das macht keinen Sinn. Ich werfe den Blitz. Du musst auch die Formel sagen, das zählt ja. Nein, muss ich nicht. Er ist ein Geode. Und ich werde die 18. Nein, ich werde den ganzen Wurf wiederholen, weil. Klugheit müsstest du nicht. Klugheit 17, du hast eine 17 gewürfelt. Ja, stimmt. Aber deine Gewandtheit ist halt. Ich wiederhole die Gewandtheit. Ha! Ja. Dann sind 10 Punkte übrig, kannst du mal eine Magieresistenz von 5 abziehen. Ja, sind immer noch 5. Bleiben 5 Punkte, was passiert? 3 gehen auf Attacke, 2 auf Parade und 5 auf die Inni. Quatsch, und 10 auf die Inni. 10 auf die Inni, ist von deinem ZFE abhängig. Ja. Das ist hier bei der 13. Dann muss sie jetzt handeln und sie greift dich zweimal mit der Keule an. Willst du vorher das noch hatte was tun? Sie doch schon, oder? Nee, nächste Kampfrunde. Ach so. Die nächste Kampfrunde. Wir sind schon in der nächsten Kampfrunde. Ja. Gut, okay. Dann bin ich, Du darfst vorher noch was tun, wenn du willst.